So, wie ist es, wenn ich rede und dabei den Mund bewege? Ist es alles synchron? Ist der Ton okay? Das würde mich mal sehr interessieren. Hallo, meine Lieben. Ja, ihr fragt euch bestimmt, warum diese Hampelei am Anfang. Auch das gehört dazu. Immer wenn du denkst, Kamera, Ton, alles läuft gut, nimmst du ein Video auf, machst Testaufnahmen, guckst du dir nachher an und es ist nicht gut. Also momentan stehe ich sehr im Kriegsfuß mit meinem neuen Mikrofon. Einfach aus dem Grund, ich bin ja ein Mensch, wenn ihr mich kennt, der sehr emotional reden kann. Und wenn er sich aufregt, dann übersteuert es halt extrem bei meinem Mikrofon. Ich finde aber auch noch keine Lösung, egal welche Videos ich mir angucke. Ich bin auch ein Mensch, ich kann nicht ruhiger sein. Wenn ich mich aufrege, dann rege ich mich auf. Das ist halt, bin ich. Naja, auf jeden Fall willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich tierisch gefreut, wie viel Begeisterung das Video gebracht hat hinter den Kulissen. Ich weiß natürlich nicht, ob das weiterhin gefragt ist, aber ich war und es ist mir ein Herzensbedürfnis, zu dieser krassen Sache, die am Dienstag abgelaufen ist, nochmal einen Rückblick zu zeigen. Wir haben ja die erste Staffel abgedreht von meiner Generation. Es geht jetzt quasi in die zweite Staffel und in die zweite Generation. Und Leute, ich habe jetzt wirklich extra für euch viel die Aufnahme im Hintergrund laufen lassen und die Stoppuhr etc. Aber alles habe ich gar nicht aufgenommen, weil man immer mal wieder dran rumwuchtelt. Ich habe roundabout um die 20 Stunden in dieses Video gesteckt. Also das Rohmaterial von dem Video, was ich dann aufgenommen habe, war eine Stunde. Aber ich habe davor unglaublich viele Posen rausgesucht. Ich habe Animationen rausgesucht. Für manche habe ich sogar Geld ausgegeben, weil ich das gerne wollte auch, um die Creator auch einfach zu unterstützen. Und ja, mit Kleid raussuchen etc. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal heute nochmal so ein paar lustige Hintergründe, die passiert sind beim Bearbeiten. Und auch, wie ich vielleicht gewisse Dinge finde, falls ihr selber mal so ein Projekt habt. Das Erste, was ich euch immer empfehlen kann, oder das Erste, was ich getan habe, ist mir ein Hochzeitslocation zu suchen. Die Mighty Isa, die ist ein Mensch, die verfolge ich schon sehr lange, weil sie halt, wenn ihr in ihren Katalog guckt, viel so dieses Fairy Tale und Besondere macht. Und als ich dieses Elfencastle bei ihr entdeckt habe, wusste ich, das ist es. Also das Erste, was ich euch immer sagen kann, ist, ihr müsst es fühlen. Also bei mir muss es, ich kann das gar nicht beschreiben, es muss so Sing machen in meinem Körper. Und dann weiß ich, es ist das Richtige. Und so war es beim Kleid, bei den Animationen, bei den Fotos, bei dem Grundstück. Bei all dem hat es Sing gemacht bei mir. Gut, und dann habe ich halt das Grundstück platziert und habe es so, wie ich es möchte, noch ein bisschen verändert. Wenn ihr was suchen wollt anhand von Hochzeiten, kann ich euch entweder empfehlen, in die Galerie zu gehen. Dann geht ihr auf Grundstücke und dann würde ich mit den Hashtags arbeiten. Dann würde ich Hashtag Wedding nehmen. Also ich rate euch, mit Englisch zu arbeiten, weil nun mal, also ich bin der Meinung, es gibt mehr Englischbereich, wo man was findet, als wenn du es Deutsch eingibst. Ja, und wenn ihr den Hashtag eingibt, dann werden euch nur Sachen empfohlen in der Galerie, die mit dem Thema Hochzeiten zu tun haben. Ich gehe dann oft auf derzeit beliebt zum Beispiel. Dann werden halt die Sachen, die gerade total beliebt sind, angezeigt. Oder am beliebtesten. Da seht ihr dann ganz oben das, was am meisten hochgeladen wird. Das wäre dann hier der Romantikpark. Und da könnt ihr euch auch runterarbeiten. Oder halt top aktuell. Das sind die Sachen, die jetzt gerade frisch in den Bereich hochgeladen wurden. Oder, und das mache ich halt, aber auch einfach, weil es Sinn macht, weil ich da VIP bin, bei The Sims Resource raufgehen
Und dann geht man hier auf Downloads und dann auf Lots. Und dann hat man ja hier auch ganz viele Häuser. Darüber habe ich dann auch dieses Elvencastle entdeckt. Und dann gibt man ein Wedding. Und dann werdet euch auch tausende Grundstücke in diesem Bereich gezeigt, die ihr dann auch, wenn ihr wollt, runterladen und benutzen könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr solche Sachen runterladet, verlinke ich euch oben nochmal in der Infobox mein Video, wo ich das erkläre. Dann ist die nächste Frage, wie finde ich mein Kleid, die Animation, die Posen. Also ich muss sagen, das, wo ich am meisten bin, ist Pinterest. Und bei Pinterest ist es halt so, ich gebe ein Sims 4 Wedding Dress, auch wieder auf Englisch. Und dann gehe ich einfach die Bilder durch. Und dann seht ihr, bin ich halt darauf gestoßen. Das öffne ich mir dann. Und wenn ich dann da drauf bin, dann werden mir hier unten so ähnliche Kleider angezeigt. Und so habe ich mich halt einfach durchgearbeitet, bis, wie ihr hier seht, Malias Kleid mir angezeigt wurde. Und dadurch bin ich auf diesen Marbly Store gekommen und da bin ich dann drauf gegangen. Und dann war ich auf dieser Seite und hatte auch Glück, dass dieses Kleid auch kostenlos war. Das heißt, ich konnte es direkt runterladen und direkt benutzen. Aber das ist so mein Weg, um die meisten Dinge bei mir zu finden und zu benutzen. Und genauso ist es auch mit Posen. Ich gebe dann ein Sims 4 Wedding Pose. Und dann werden euch ganz viele tolle Hochzeitsposen angezeigt, wo ihr dann auch durchgehen könnt. Dann könnt ihr zum Beispiel, also ich öffne die immer einen neuen Link und dann gucke ich mir die an. Also dann gehe ich zum Beispiel auf die Seite dieses Creators und gucke mir die Posen an. Und dann schaue ich, ob diese Posen einfach die richtigen sind. Wenn sie es sind, dann lade ich sie mir runter, ziehe ich die Posen dann in den Mods-Ordner und habe sie dann im Spiel. Und dann geht's an die Arbeit, nämlich die richtigen Hintergrund zu finden, dass sie richtig stehen und da muss man mit der richtigen Kameraperspektive fotografieren. Also das ist viel Arbeit, aber wenn man sich einigermaßen mit dem Postplayer auskennt und regelmäßig damit arbeitet, dann ist es machbar. So, und dann war es ja so, dass ich Hochzeitsanimationen gesucht habe. Die habe ich mir über YouTube gesucht. Da habe ich dann, ja, wie man sieht, Simfinity ist ganz oben, also guck sie sehr gerne. Es ist interessant zu sehen, was ich so in letzter Zeit gegoogelt habe. Also falls jemand von euch das sieht, ich liebe euch. So, Sims 4 habe ich Dance Animation gemacht und dann seht ihr, werden euch auch Tanzanimationen angezeigt und ich habe natürlich dann diese hier entdeckt. Es ist die Animation, die ich im Video benutzt habe. Und bei dieser Animation war es so, wenn man dann drauf geht, also oft kann ich euch empfehlen, diese Leute dann auch zu abonnieren, weil die in diesem Bereich halt mehr bringen. Also diese Gaming Tweety, die hat zum Beispiel, wie man sieht, auch ein paar mehr Animationen gemacht. Und bei ihr war es jetzt so, dass diese eine Animation umsonst ist, diese eine Couple-Animation. Ich wollte aber alle Animationen haben. Also bin ich dann auf ihre Patreon-Seite gegangen und habe dann die Animation rausgesucht. Das ist sie. Und habe dann, das gebe ich ehrlich zu, dafür Geld bezahlt. Ich glaube, es war $1 pro Pack. Aber ich finde ganz ehrlich, wenn man so ein großes Projekt macht und es so ein besonderer Abschluss sein soll, dann finde ich, kann man auch ruhig diese Creator unterstützen. Weil die stecken da Stunden um Stunden rein, um so eine schöne Animation zu schaffen. Und Leute, wer weiß, wann ich diese Animation vielleicht nicht doch noch irgendwie nochmal benutzen kann. Es ist eine Tanzanimation, die kann man ganz sicherlich für andere Szenen und Momente nochmal wieder benutzen. Und deswegen habe ich mir die Animation auch gekauft und bereue das auch nicht eine Sekunde, denn sie ist wirklich toll, wie ihr ja auch im Video gesehen habt. Dann passierte viel im Video. Also das Allerwichtigste, was ich euch empfehlen kann, dafür gehen wir jetzt auch nochmal in Sims rein. Wichtigste ist, und das rate ich euch, wenn ihr Posen macht und Aufnahmen, dann geht bitte in die Option und stellt die Selbstständigkeit aus, damit
ihr einfach in Ruhe arbeiten könnt. Und ich schwöre euch, es wird trotzdem unglaublich viel passieren. Also, ich hatte so wundervolle Dinge wie, dass mein einer Sim ertrunken ist, während ich Aufnahmen auf dem Grundstück gemacht habe. Und dann ist der Sensemann gekommen zu mir, also zu Malia, und wollte mit ihr diskutieren. Und ich war gerade dabei, die ganzen Tanzaufnahmen zu machen. Und dieser Sensenmann ist nicht weggegangen. Er hat sich partout neben uns gestellt und uns vollgequatscht, während die Tanzanimation ablief. Und ich immer versuchen musste, die Kamera so zu schwenken, dass man seine Sensehand nicht gesehen hat. Irgendwann habe ich so die Krise gekriegt, dass ich den Teleporter benutzt habe und den Sensemann einfach woanders hin teleportiert habe. Oder was ich euch auch empfehlen kann, ist, da es ja ein Park hier ist, zieht einen Zaun rumherum und schließt den ab. Denn ich hatte es sehr oft bei Posen, dass dann plötzlich nackte Sims neben mir standen oder andere Sims durchs Bild lief. So, und die Freude hatte ich dann ja auch mit Detlef, dass der dann einfach während der Hochzeit plötzlich da stand. Das Schlimmste, wirklich das Allernervenaufreibendste, war die Szene im Standesamt. Denn ich musste alle Sims einzeln platzieren, hinsetzen, umziehen, Pose einrichten. Dann waren manche Posen, wie die, wo die Mädels hier so standen, in der Reihe so, wenn man sie gesetzt hat, dann sind sie weiter nach rechts geglitscht, wenn man die Pose eingestellt hat. So war es zum Beispiel auch bei Eloni. Als Eloni hier oben stand und auf Malia gewartet hat, musste ich den Mod, diesen Ritter, den musste ich hier hinstellen, weil er, als er die Pose dann eingenommen hat, nach da geglitscht ist. So, und das sind Dinge, die musste man dann ausprobieren. Und dann war es jedes Mal so, wenn alle saßen und alles perfekt war und ich die Aufnahme gestartet habe, dass irgendwas nicht richtig war, ich wieder in den Baumodus gehen musste. Und sobald ich in Baumodus gegangen bin, sind alle, die in ihrer Pose waren, wieder rausgeglitscht. Das heißt, sobald man irgendwas umstellen wollte oder eine neue Pose einnehmen wollte und dafür wieder noch einen Ritter irgendwo platzieren musste, sind die alle wieder raus aus ihrer Pose. Das heißt, ich musste über 17 Sims, also 3 Hunde und den Rest Sims, wieder in die Pose zurückbringen. Und das ist eine Arbeit. Also ich bin den einen Tag, da habe ich bestimmt 6 Stunden damit verbracht, nur um die Szene hier darzustellen, wo Malia zum Standesamt läuft, hochläuft, sie sich küssen etc. und alle hier auf ihrem Platz waren. Das war furchtbar, weil nichts so lief, wie ich es wollte. Und ich bin an dem Tag wirklich nervlich zusammengebrochen. Der größte Aufwand, ich glaube, dafür habe ich auch 3 Stunden Aufnahmematerial. Ich habe diese Situation aus jeder Facette gedreht. Also von da, näher dran, dann mit so mit der Sims-Kamera, also dass man zum Beispiel näher rangeht. Und das war die härteste Aufgabe, da ich mir als Aufgabe gestellt habe, dass wenn Malia sich dreht, ich immer perfekt aus der Kameraperspektive es zeigen will, wo sie gerade ist. Und das so zusammenzuschneiden, dass es flüssig und stimmig ist, ist natürlich immer noch nicht perfekt, weil man immer wieder daran üben muss. Es war ein unglaublicher Aufwand. Und dann hatte ich ja auch so eine Szene, wo sie hier so getanzt haben und ich rüber geglitscht bin zum Strand. Und dann hatten wir hier so einen stinkenden Hund. Der hat sich hier gewälzt im Strand. Und egal wie ich gedreht habe, jedes Mal war dieser blöde Hund im Bild. Das heißt, da musste ich dann auch immer gucken, dass der wieder weg ist, damit ich die Szene nochmal drehen muss. Also das war unglaublich aufwendig. Und was ich halt auch gemacht habe, ich habe diese professionellen Dinger gebaut drüber und habe damit diesen Glitzereffekt geschaffen. Und wie ihr seht, das sieht einfach so toll aus, weil du dann überall diesen tollen Glitzer hast und dadurch wirkt es ja nochmal deutlich magischer. Und du kannst halt auch andere Effekte machen, ne? Also du kannst auch Regen, Konfetti, Spaghetti mit Fleischbällchen, Herzen. Also
wenn ihr mal irgendwelche bestimmten Situationen darstellen wollt, könnt ihr halt auch toll mit diesem optischen Effekt arbeiten. Der ist, glaube ich, vom Star Package, also von diesem An die Arbeit. Das hat unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen, wo man sich auch manchmal denkt, warum machst du dir diese ganze Mühe und verschwendest 20 Stunden? Weil es mir wichtig war. Weil ich Spaß am Schneiden habe, weil ich Spaß an dieser Geschichte habe und weil ich mich selber auch gerne herausfordern will, dazulernen will. Weil es sind ja alles Dinge, klar verbringst du da viele Stunden mit, aber du lernst halt auch wieder ganz neue Skills und Anwendetechniken, die man vielleicht auch nochmal wieder für ein anderes Video gebrauchen kann. Mein Problem ist eher, dass ich da nicht aufhören kann. Also ich hatte die letzten Tage eher das Problem, dass mein Kopf so gedröhnt hat und es mir so schlecht ging, emotional und körperlich, dass ich nicht aufhören konnte zu schneiden und dann manchmal wirklich 5 Stunden am Stück am PC gesessen habe und geschnitten habe und dementsprechend es mir die Tage richtig, richtig schlecht ging, weil ich halt auch das Projekt fertig haben wollte und dieses Finale feiern wollte. Also ich rate euch, wenn ihr so ein Projekt macht, euch wirklich einen Wecker zu stellen und zu sagen, so, nach 2 Stunden wird eine Pause gemacht. Egal, wo du gerade bist, es wird eine Pause gemacht. Und was ich euch auch rate, wenn ihr dann fertig mit allem seid, never ever speichern. Weil da gehen ja manchmal dann wirklich Tage in die Runden. Oder noch am besten, als Runa gestorben ist, wenn ich da gespeichert hätte, wäre sie tot. So. Das heißt, ich gehe dann meistens einfach rein, gehe auf Spiel verlassen und dann auf nicht speichern und verlassen, sondern Spiel verlassen. Dann ist nämlich alles, als wenn das alles nie passiert ist. Ja, das sind so ein bisschen meine Insider-Tipps. Wenn ihr weitere Fragen habt, Wünsche habt, dass ich sowas öfters bringen soll und öfter euch mit hinter die Kulissen nehmen soll, sagt gerne Bescheid. Mein Motto, und das hat ja auch Simfinity mal gesagt, sharing is caring. Das meine ich auch so. Ich finde, man sollte sein Wissen teilen, man sollte auch gerne für andere Werbung machen, man sollte auch gerne sagen, woher man was hat und weiß. Und ich teile das sehr gerne mit euch. Und ich hoffe, ich konnte euch damit mal ein bisschen hinter die Kulissen nehmen. Ich bin gespannt, was die nächste Zeit noch so bringt. Und ich danke euch sehr für euren ganzen Support, für eure ganze Liebe, für eure Kommentare. Die sauge ich wie ein Schwamm auf. Und ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und fühlt euch ganz, ganz doll umärmelt. Eure Rania. Ciao!